People-Pleasing das Schlimmste ist, was du machen kannst. Hallo, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn dieses Video hilft, wenn dieses Video hilfreich ist, bitte teile es, like es, kommentiere es, damit meine Teachings in mehr und mehr Hände kommen und die Menschen freisetzen von Verhaltensmustern, von Narrativen, die sie ins Unglück treiben. Warum treibt People-Pleasing dich ins Unglück? Was ist People-Pleasing? People-Pleasing ist, wenn ich versuche, anderen Menschen zu gefallen, wenn ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, herauszufinden, wie ich anderen Menschen gefallen kann, welche Gefallen ich tun kann, wie ich besser gefallen kann. People-Pleasing führt dazu, dass du komplett deine Linie verlierst, dass du nie eine Linie bekommst, dass du nie eine Identität bekommst, dass du niemals dich positionierst, dass du niemals dich festlegst, dass du niemals zu dir selber stehst, dass du niemals ein Selbstbewusstsein entwickeln kannst und dass du niemals Selbstliebe entwickeln kannst. Warum ist es so? Weil du im Außen nach Anerkennung suchst. Du fühlst dich nicht anerkannt. Niemand, der People-Pleasing macht, ist stabil bei sich, ist selbstbewusst, weiß, wer er selber ist. Wenn du People-Pleasing machst, dann hast du Beweggründe. Du hast herausgefunden, dass es gut ist, wenn man Menschen auf seine Seite holt. Du hast herausgefunden, wenn man Menschen nach dem Mund spricht, dann haben die Menschen einen gerne. Du hast herausgefunden, dass wenn du dich überall einpasst und anpasst, dass du wo dazugehörst. Aber du hast gleichzeitig auch herausgefunden, dass wenn du das machst, dass du woanders nicht dazugehörst. Wenn du dich irgendwo in ein Narrativ, in eine Meinung, in eine Gemeinschaft reinlügst, dann bist du gleichzeitig in einer anderen Gemeinschaft, in einem anderen Mindset, in einem anderen Narrativ, wo andere Überzeugungen und Ansichten herrschen, ausgeschlossen. Und das ist die Misere, in die du dich bringst durch dieses People-Pleasing. Weil jedes Mal, wenn du merkst, oh, jetzt bin ich irgendwo, habe ich eine Position betreten, einen Platz eingenommen, neben jemanden, neben einer Gruppe von Menschen. Und gleichzeitig sind da ja noch andere Menschen. Und ich kann mich doch nicht verteilen, ich kann mich doch nicht zerteilen, aber ich will doch allen gefallen. Wie soll ich das denn machen? Da kommst du in Stress. Und um diesen Stress zu entkommen, fängst du an zu lügen. Und lügen in dem Sinne, indem du gegenteilige Meinungen vertrittst, indem du dich wieder anpasst, indem du dir eben oftmals widersprichst. Du musst dir widersprechen. Weil wenn du dieses eine Narrativ verfolgst und plötzlich jemanden triffst und kennengelernt, der eine andere Meinung hat, ein anderes Narrativ, damit du da nachlaufen kannst, damit du da mitlaufen kannst, musst du natürlich dein Narrativ wechseln. Dadurch wirst du sehr unglaubhaft. Du wirst unglaubhaft, weil du deine Meinung änderst wie ein Kuhschwanz, weil du niemand bist, weil du nichts zeigst, weil du nichts vertrittst, weil du musst ja das eine hier zeigen und wo es nicht erwünscht ist, musst du es verstecken. So bist du immer damit beschäftigt, Teile von dir zu verstecken, je nach Narrativ, je nachdem, ob du glaubst, dass es jetzt erwünscht ist, dass es gutiert wird, dass es positiv belegt wird in diesem Mindset, wo du gerade dich einpassen willst und wo du gefallen willst. Das ist so oft sichtbar und es ist so unangenehm, solche Leute zu treffen.
Es ist so unangenehm, weil diese Menschen sind niemand. Sie sind niemand. Und sie haben kein Charisma. Diese Menschen haben überhaupt keine Ausstrahlung. Diese Menschen spüren das, dass sie niemand sind. Und das ist der Teufelskreis. Dann beginnt das Rad zu laufen. Oh mein Gott, wie kann ich jemand sein? Wie kann ich besser pleasen? Wie kann ich noch mehr gefallen? Was muss ich tun, damit ich dazugehören kann? Und gleichzeitig fühlst du, wie du dadurch an anderen Seiten, an anderen Fronten nicht dazu passt und womöglich sogar ausgeschlossen wirst. Aber das Ding ist ganz anders, als du denkst. Du wirst nicht ausgeschlossen, weil du nicht dazu passt. Du bist ausgeschlossen, weil du niemand bist, weil du nicht weißt, wer du bist, weil du dir nicht erlaubst, alles von dir zu sein, weil du nicht glaubst, dass du gut genug bist, so wie du bist, weil du dir selber kein Lebenskonzept, kein Denkkonzept, kein Mindset angenommen hast, hinter dem du vollkommen stehst, weil du immer noch auf der Suche bist. Was ist denn gut? Was muss ich besser machen, damit ich endlich gut genug bin, damit ich erfolgreich bin, damit ich meine finanzielle Situation verbessere? Was muss ich machen für meinen SP? SP in der Liebe, in der Partnerschaft. Du kochst, du machst, du tust. Und was kommt zurück? Nichts. Keine Anerkennung. Ignoranz. Du wirst ignoriert. Niemand will dich sehen. Niemand kann dich sehen, weil du dich selber nicht siehst. Weil du es selber versteckst. Und du hast recht. Es ist nichts da, was du zeigen könntest. Es ist nichts da an dir, worauf du stolz bist. Weil du bist wie ein Kuhschwanz. Du bist ein Fähnchen im Wind. Du bist niemand. Und du ackerst dich ab. Und du rotierst und du machst und du tust. Dieses People-Pleasing ist dein Verderben. Und wie kommst du da raus aus diesem People-Pleasing? Dass du niemanden mehr pleasen musst, außer dich selber. Das geht nicht, wenn du dich im klassischen Sinne mit dieser human designten Welt, mit psychologischen Mustern, mit psychologischen Mindsets identifizierst. Du wirst immer verlieren. Du wirst nie gut genug sein. Es hat immer für und wider. Und du kommst raus, indem du dein Divine Design erkennst, indem du erkennst, wer du wirklich bist, indem du erkennst, dass du göttliche Perfektion bist mit allem, mit allem. Mit allem, was dir entspricht. Ja, was entspricht dir denn? Wenn du dein ganzes Leben als People-Pleaser oder People-Pleaserin unterwegs warst, weißt du nicht, was dir entspricht. Du verfolgst Narrative, die dir Erfolg versprechen. Und das ist es, wenn du dieses Gesetz, das Prinzip der Reflexion, everyone, everything is you pushed out, erkennst, dann bist du frei. Weil dann erkennst du, dass du alle Menschen da draußen zu dem gemacht hast, was sie sind. Und per se machen wir die Menschen entweder zu dem, was wir befürchten, dann schützen wir uns davor, oder wir machen die Menschen zu dem, was wir haben wollen, dann setzen wir sie an einen Podest und dann pleasen wir sie. Dann versuchen wir ihnen zu gefallen. Und beides ist nix. Gar nichts. Das bist nicht du. Und herauszufinden, wer du wirklich bist, unabhängig von dem, was andere denken oder gedacht haben, das findest du heraus, indem du erkennst, wie eine Perspektive, die nur Perfektion sieht, die göttliche Perspektive, dich sehen muss. Wenn dein Vater, Mutter, deine Herkunft nur das Beste in dir gesehen hätten, immer,
gesehen hätten, wie großartig und wunderbar du bist als Baby, als Baby. Wer wärst denn du gewesen? Wenn du die ganze Zeit gehört hättest, wie toll, wie wunderbar, wie schön, wie großartig, wie akzeptiert du bist, was wäre deine Ansicht? Was wäre deine Meinung über dich und andere? Was wäre dein Selbstverständnis? Was wäre dein Selbstkonzept? Und das ist das Divine Design Selbstkonzept. Das brauchst du. Das ist das Einzige, was du wirklich bist. Und dieses Selbstkonzept, dieses Divine Design Selbstkonzept muss dein Human Design psychologisches, konditioniertes, antrainiertes, sozialisiertes Selbstkonzept ersetzen. Und das ist die Arbeit. Und je klarer und verständlicher dir das hier ist, was ich sage, je mehr du diese Energie dahinter verstehst, diese Bredouille, in die du dich rein manövrierst, desto mehr ist es dir klar, wie es da rausgeht. Nur über dein Selbstkonzept, wer du wirklich bist. Wer du wirklich bist. Und dieses Selbstkonzept zu halten und zu vertreten, danach zu denken und zu handeln, das macht dich glaubhaft. Das gibt dir Autorität. Das führt dazu, dass du jemand bist, dem man zuhört. Das führt dazu, dass du jemand bist, der was zu sagen hat. Das führt dazu. Und wenn du Erfolg suchst du Narrative, die andere zum Erfolg geführt haben. Und noch nie hat ein Narrativ jemanden zum Erfolg geführt. Es war immer die Persönlichkeit. Es war immer das, was diese Person über sich glaubt, über das Leben glaubt, über die anderen Menschen glaubt. Immer. Es war noch nie was anderes. Du hast es einfach so wahrgenommen und hast versucht, es zu analysieren. Wie sind diese Menschen? Wie kann ich mich anpassen? Wie kann ich auch so sein? Geht nicht. Du kommst so nicht weiter. Der Weg und der Schlüssel bist du. Anzuerkennen, wer du wirklich bist. Anzuerkennen, dass du sein darfst, wer du möchtest. Anzuerkennen, dass du die einzige Kraft bist, die Ansichten hat. Somit bist du die einzige Kraft, die die Energie hat, Dinge zu erkennen und sehen. Und diese einzige Kraft darfst du dafür nützen, Dinge zu erkennen und sehen, die dir gefallen, die dich erfüllen, die dich glücklich machen, die dich begeistern. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier für dich nochmal richtig gut zusammengepackt habe. Greif dir selber an die Nase, stell dir die Fragen, wo versuche ich zu gefallen? Wo gehe ich von meinen eigenen Überzeugungen ab? Wo verlasse ich mich? Wo hintergehe ich mich? Wo bin ich nicht integer zu mir selber, zu meinen Wünschen, zu dem, was ich wirklich will? Weil ich glaube, ich müsste was anderes wollen, um zu gefallen. Erwische dich. Korrigiere dich. Und der Weg ist nur der. Du kommst anders nicht weiter. Du kannst folgen anderen Leuten, Coaches, die scheinbar es geschafft haben, die dir das Versprechen geben, du kommst dahin, wo ich auch bin. Aber du willst doch nicht dahin, wo die sind. Du willst doch dahin, wo du hin möchtest. Du willst doch das Leben haben, das du möchtest. Möchtest doch die Begeisterung erleben, die von den Dingen, die dich begeistern. Es ist dein ureigenes Ding. Und das ist das, was auch so blöd ist an der Coaching-Szene ist, dass man immer wieder dem Eindruck verfällt, und das machen nicht die Coaches, das macht auch nicht das Marketing, sondern das machst du. Du verfällst dem Eindruck, dass jemand anders weiß, wie es geht. Und dass es so geht, die Strategie, die Wege, die Schritte, wie der andere es tut. Aber die allerwenigsten erklären dir das Prinzip. Das Prinzip der Manifestation, das Prinzip der Divine Design Manifestation, das Prinzip der Schöpfung, das Prinzip dessen, was du wirklich bist und wie du diese Dinge alle erschaffst. Und wenn du dich erschaffst als People Pleaser, wenn du dich erschaffst als jemand, der weniger ist als andere, wenn du dich erschaffst als jemand, der nicht gut genug ist, dann wirst du das Leben einer solchen Person leben. Und das ist der einzige Schlüssel. Du musst an deinen Überzeugungen, an deinen Ansichten, an deiner Identity arbeiten.
die ganzen Lügen da rauspacken, die dich einschränken, weil wir leben in einem eingeschränkten Universum. Warum beschränkst du dich mit Bedingungen? Warum beschränkst du dich mit anderen Ansichten? Du kannst wählen, was du möchtest, und du hast den Effekt, den du möchtest. Auch den Effekt wählst du. Du wählst alles. Und in diesem Sinne kann ich dir nur anbieten, komm in die Vision Divine Design Community. Da siehst du, hörst du, kriegst du gezeigt, wie Menschen ihre Identity umkreieren. Sie ein komplett neues Leben sich manifestieren. Möchtest du schneller und intensiver deine Sachen haben, deine Wünsche erfüllt haben, deine Identity stabil haben, dieses Prinzip verkörperlichen und verinnern? Komm in Rising Up. 3 Monate Mastermind. Da arbeiten wir sehr eng zusammen. Bist du schon da in dieser Divine Design Identity und sagst, okay, jetzt weiß ich's, ich kann alles haben. Ich bin absolut null beschränkt, ich bin absolut alles, was da ist, steht mir zu. Gehst du noch tiefer? Und im Moment gibt es absolut mit Perspektive auf Business hauptsächlich, weil das interessiert dich. Dein Business ist deine Angelegenheit. Was ist dein Business? Was ist deine Angelegenheit? Wofür brennst du wie ein Feuer lichterloh? Und als Coach kann ich dir sagen, du brennst dafür, anderen Leuten zu helfen. Aber lerne, ihnen richtig zu helfen. Lerne ihnen nicht andere Modalitäten, Beschränkungen, Techniken. Und lerne ihnen nicht diese Beschränkungen. Lerne ihnen ein Prinzip. Werde glaubhaft, indem du das Prinzip selber verinnerlicht hast, indem du es erworben hast, indem du es angewendet hast, indem du jetzt selbst dein Leben gestaltest. Nach deinem Gusto. Sei kein Mensch, der Einheitsbrei verkauft. Sei ein Mensch, der ein Prinzip verkauft, das für jedes Individuum gleich wirkt, aber genau das erschafft, was jeder selber möchte. Jeder möchte sein Divine Design leben. Jeder möchte dieses freie Gefühl in sich haben. Jeder möchte nicht verpflichtet sein. Jeder möchte sein Leben so leben, wie er will. Jeder möchte das in Fülle und Erfüllung. Und jeder kann das, aber nicht auf diese Arten und Weisen, die gemeinhin als Strategie, als Weg verkauft werden. Du bist der Weg. Du bist der Weg, du bist das Ziel, du bist das Leben, du bist alles. Du bist frei, komplett frei. Du bist so frei, dass du dich so sehr beschränken kannst, dass du dich eingeengt fühlst, unglücklich, unterdrückt. Und ich bin hier, um diese ganzen Lügen aufzudecken. Ich bin hier, um diese Wahrheit zu verkünden, weil es gibt keine Beschränkung und es gibt keine Modalität, es gibt keine Technik, es gibt nur dich. Es gibt die Art und Weise, wie du funktionierst und das musst du rauskriegen. Dieses Selbstmanagement für dich musst du an den Start setzen und nie wieder aufhören. In diesem Sinne, wenn ich dir helfen darf auf deinem Weg, wenn ich dir Fragen beantworten darf, du kannst auch 1:1 Coachings buchen, du kannst eine Break Free-Woche buchen, wo wir einen Call haben und ich dich eine Woche begleite. Es gibt einen Haufen von Möglichkeiten. Und ich würde dir auf jeden Fall antworten, wenn du mir schreibst. Ansonsten findest du alles in meinem Shop, mywellfeeling.com. Bitte like, kommentiere und teile. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin der Raum.